Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zum HESO-Talk. Bei mir zu Gast ist die HESO-Gastregion Haslital und ich darf für mich Simon Zobrist von Haslital Tourismus sowie Fabrice Mühlheim von der Bergbahn Meiringen-Hasliberg begrüßen. Ja, schön seid ihr da. Danke auch. Simon Zobrist, was habt ihr den HESO-Besucher vom Haslital mitgebracht und was kann man euch im Stand sehen? Ja, wir haben grundsätzlich die ganze Ferienregion Haslital mitgenommen. Ferienregion Haslital, rund 535 Quadratkilometer Spielplatz, verschiedenste Erlebnisbühnen, angefangen von Meiringen-Hasliberg mit dem Winter- und Sommergebiet, dann richtig grosse Scheidegger, Rosa-Lauital, richtig Grimselwelt, richtig Susterpross, in dem Sinne eine weitere Bühne. Also eine umfassende Region mit sehr viel Erlebnispotenzial. Sehr schön. Und im Sommer ist Haslital sicher ein Paradies für die Wanderer. Wenn es jetzt Winter ist und Schnee hat, was hat Haslital denn zu bieten? Ja, wenn es ins Winterkleid geht, dann haben wir natürlich ein wunderbares Skigebiet, ein wunderbares Schneesportgebiet zu bieten mit Meiringen-Hasliberg. Verschiedenste Möglichkeiten, ein wunderbares Gebiet auch für Familien zum Skifahren. Aber auch ein Skirennzentrum integriert, wo Top-Cracks trainieren können, also von allen Facetten. Dann haben wir ein nordisches Zentrum in Gatme. Wir haben in dem Sinn eine wunderbare Ruheoase, auch eine so wild-archaische Region mit dem Rosa-Lauital, richtig grosse Scheidegg, wo man übrigens bezeichnenderweise auch schlitteln kann. Das Postauto bringt einem auf die grosse Scheidegg, wo man runterschlittelt und dementsprechend auf der Schwarzwaldalp beispielsweise ein wunderbares Fondue genießt, wunderbare Zeit kann geniessen oder gehen Winterwandern. Also ein wunderbarer Platz im Winter, um verschiedenste Facetten vom Winter zu erleben. Das klingt sehr aufregend. Und Herr Mühlheim, ihr seid von der Bergbahn Meiringen-Hasliberg. Wie viele Bahnen betreibt ihr eigentlich? Also wir haben total, jetzt auf die Wintersaison bezogen, gerade rund 13 Bahnen, die wir betreiben. Inklusive, wie vorher von Simon Zobrist schon angetönt, Skihäsliland plus Skizentrum. Ihr bittet mich. Skihäsliland ist so ein bisschen Skischulparadies bei uns. Okay. Mit allen möglichen Facetten für Kinder, inklusive eben im Skirennzentrum mit der zertifizierten Skiweltcup-Piste, die wir haben. Auf dem Alpentower. Und das ist so ein bisschen das Rundum-Paket, inklusive im Sommer natürlich auch noch mit dem Strang, Twing, Lische, Käserstadt und Meiringen, Rüti, Bitmi, Magisalp, Alpentower, die wir betreiben. Okay, sehr ein grosses Gebiet. Und ich habe gelesen, dass ihr über eine halbe Million Personen pro Jahr transportiert. Wie hat das jetzt zur Corona-Zeit ausgesehen? Wie sieht es aktuell aus? Also natürlich auch die Corona-Situation hat uns auch getroffen. Da haben wir ganz klar auch gespürt, den Rückgang. Aber wir sind trotz dem allem in dieser ganzen Zeit immer positiv geblieben. Für uns war es immer schwierig, weil wir nie in der Position waren, in der wir die Zukunft planen konnten. Wir haben immer nur Entscheidungen bekommen, reagieren, Entscheid, reagieren. Und das hat es für uns extrem schwierig gemacht, möglichst eine Strategie aufzustellen, wie wir zu dem Ganzen, beziehungsweise wie wir das glimpflich überwinden können. Aber ich würde sagen, Hans-Peter Wenger mit seiner Geschäftsleitung hat es geschafft, uns durch diese Pandemie zu führen, mit klugen Entscheiden, Massnahmen etc. Und momentan spürt man wieder, die Reiselust ist wieder da, bei Herr und Frau Schweizer inklusive den Touristen. Und wir sind guten Mutes für den Winter. Jetzt hoffen wir dann, dass der noch schneereich wird. Das hoffe ich natürlich auch für euch. Und Herr Zobrist, Haslital bietet ja für Familien einiges, wie zum Beispiel den Muggenstutz. Was gibt es dort zu entdecken? Das ist absolut richtig. Also es ist nicht ganz zufällig, dass Haslital, insbesondere der Hasliberg, erweitert Meiringen auch Familiendestination ist, wo sehr viel Angebote in dem Ganzen hat. Der Muggenstutz als eine ganz wichtige Marke in dem Kontext. In der Zwischenzeit schon 24. Ich glaube, es gibt kaum ein Kinderzimmer in der Schweiz, wo die Muggenstutzbücher nicht drin sind. Und entsprechend ist natürlich die Welt von dem ältesten Hasli-Zwerg eins zu eins zu erleben, ist ein riesen Erlebnis und nach wie vor ein Dauerbrenner für Kinder und insbesondere natürlich auch zufriedene Eltern, weil Kinder bewegen sich, Kinder haben Erlebnis, haben Spannung und der ganze Tag ist die Familie top, kann am Schluss ein top Erlebnis sein und das merken wir, dass das nach wie vor ein Dauerbrenner ist. Es gibt natürlich innerhalb von dieser ganzen Familiengeschichte auch weitere hochspannende Geschichten, der Kugali-Weg beispielsweise im Hasliberg oder denken wir das Kinderbachen, wo Kinder Merenken können machen. Wir kommen ja wahrscheinlich noch zu der einen oder anderen Spezialität aus dem Haslital. Also wirklich erlebbare Sachen, auch für Gross und Klein, die einfach Spass, Spannung und Spiel beinhalten.
Ich sehe, da wird sehr viel Bot. Und Herr Mühlheim, habt ihr uns einen Tipp, was man unbedingt anschauen sollte? Ja, eben, so ein kleiner Geheimtipp ist schon gefallen. Der Muggenstutz mit der Kugelbahn. Die zwei attraktiven Familienerlebnisse, die wir haben im Gebiet. Aber was sicher auch ist, sind unsere Bergrestaurants, die sehr, sehr, sehr schön sind. Vor allem jetzt gerade in der Käserstadt-Region haben wir umgebaut. Das ist ein wunderschönes Bergchalet, das sie jetzt daraus gestaltet haben. Aber sicher auch Restaurant Maggisalp. Und natürlich die ganze Region, die bietet alles für jeden möglich. Egal, was man machen will, sei es Wandern, sei es Trailrunning, sei es eben im Winter Schlitteln, Winterwandern. Ein Tipp zu geben ist schwierig, aber sicher ein Besuch wert. Danke vielmals. Jetzt kommen wir noch zum Thema Spezialitäten. Wir haben ja in Solothurn unsere bekannte Solothurner Torte. Und was gibt es für Spezialitäten vom Haslital? Ja, ich habe schon mal angetönt. Also Merenke, Meiring ist seit dem 16. Jahrhundert eine Symbiose. Wir haben auch nicht irgendeinen Zuckerbäcker, sondern wir haben den Weltrekordhalter von der Zuckerbäcker. Er hat die weltgrößte Merenke produziert. Bäckerei Fruttal, sowohl der Vater, der Dres Fruttiger, Weltrekordhalter, und auch der Junior, der Christoph Fruttiger, Bedi, die grösste und die längste Merenke gemacht, bezeichnenderweise übrigens produziert in einer umgebauten Sauna. Weil die 67 Kilo Merenke hat irgendwo müssen gemacht werden. Also eine tolle, tolle Geschichte, ist übrigens auch im Guinness-Buch eingetragen. Dann haben wir selbstverständlich hervorragende Spezialitäten im Bereich Käse aus der Molki Meiringen. Wir haben einen Gumpesel. Der Gumpesel ist eine Wurst aus der Metzgerei Nussbaum. Eine wunderbare Geschichte, die natürlich zu jedem Apero, Frühstück oder auch irgendwo zu einem Zvieri-Plättchen wunderbar passt. Also das sind so drei Highlights, denke ich, kulinarisch aus dem Tal raus. Das Haslital bekannt in dem Sinn einfach auch für Gemütlichkeit, und der Fabrice hat es vorhin angetönt, auch in der Gastronomie kommt das natürlich rüber, und die Spezialitäten, die kann man auch dort wieder geniessen. Da komme ich sicher sehr gerne mal vorbei und probieren. Und die sind jetzt 10 Tage an der Hese. Wie sieht es aus? Vermisst ihr euch in der Region schon ein bisschen oder eher weniger? Oder wie ist das genau? Ja, also man vermisst die Region immer, wenn man nicht dort ist. Das ist sicher so. Eben, man ist verbunden, man ist mit dem Herz, ist man immer dort, egal wo man ist. Aber es freut uns natürlich, kann ich glaube auch für dich sagen, umso mehr, wenn wir unsere Region heraustragen können, wenn wir die können präsentieren können, auch gerade hier so in Solothurn, wo wir schon mal dürfen, Gastregion sein. Also vermissen ja, heraustragen, umso schöner. Wie sieht es bei euch aus? Ja, ich kann mich dann nur anschliessen. Also wir sind im Ahrenverlauf gefolgt. Irgendwo entsteht ja die Ahren im Haslital auf dem Grimsel oben. Und wir haben sehr gerne Halt gemacht hier in Solothurn. Es war eine sehr spannende Zeit gewesen, hervorragend auch für uns. Wunderbare Zusammenarbeit auch mit der Messeleitung von der HESO, also ein Top-Team, wo da ist. Herzlichen Dank an Thomas Zindel und seinem ganzen Team. Also es ist eine super Sache gewesen. Ich glaube, irgendwo eine Win-Win-Situation für uns. Und wir sind nach 5 Jahren wieder Gastregion da gewesen, dürfen irgendwo die Region in ihren Facetten zeigen. Und auch das Feedback, das wir am Stand bekommen haben, hat uns gezeigt, dass das nicht nur uns Spass gemacht hat, sondern glaube auch den Gästen, die uns besucht haben. Es nimmt mich noch Wunder, was hat euch an der Hese besonders gut gefallen? Was uns gefällt, ist natürlich erstens mal wieder einen Gästenkontakt zu haben, mal wieder dürfen an einer Messe etwas präsentieren, die Freude sehen in den Augen von der Familie und den Kindern, wenn man eben zum Beispiel den Muggenstutz erklären kann, wenn man einen Merenke abgeben kann. Das ist einfach das Funkeln, die Reiselust, die man wieder verspürt. Das ist das, was, glaube ich, für dich, kann ich da auch reden, unser Herz zum Glühen bringt. Ich kann mich dem wirklich anschließen. Ich glaube, irgendwie hat man gemerkt, dass auch die Atmosphäre, die hier so ausstrahlt, die ist wirklich die ist ansteckend. Und ich denke, wir sind sehr so bodenständige Ferienregion. Und da sind wirklich irgendwo, glaube ich, die richtigen zwei aufeinander getroffen. Und es hat von Anfang an eine gute Atmosphäre gegeben, eine gute irgendwo Harmonie. Und es hat uns wirklich Spass gemacht, hier zu sein. Es war nicht ein Moment langweilig gewesen. Sehr schön. Und vielen Dank euch beiden, dass ihr hier zu Gast waren im Heso-Talk. Ich wünsche euch weiterhin alles Gute. Und euch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.